Die schönste Zeit des Jahres ist wieder Handball-WM. Serdecznia Witamy, herzlich willkommen in Polen. Das hier ist die Marienkirche, eines der Wahrzeichen von Katowice. Da spielen die deutschen Handballer ja gerade ihre Spiele. Wir schauen mit euch so ein bisschen zurück auf die Vorrunde, machen euch heiß auf die Hauptrunde bei Lidl Frisch vom Feld. Handball haut nah. So 300.000 Menschen leben hier in der Hauptstadt von Schlesien. War früher eine totale Kohlestadt, heute ist es echt eine grüne Oase geworden. Fast die Hälfte der Stadt sind Grünflächen. Und architektonisch, wenn man so durch Katowice läuft, ehrlich gesagt, die Altstadt ist genauso, wie ich mir die Stadt vorgestellt habe. Gehst aber ein paar hundert Meter weiter, das sind, ja ehrlich gesagt, fast Wolkenkratzer. Total modern, fast schon futuristisch. Werdet ihr gleich sehen, wenn wir an der Spodek sind, an der Arena. Katowice hat richtig viele Brauereien, deswegen ein gutes Bier kriegst du hier immer. So, aber das Wichtigste natürlich hier in Katowice, die deutschen Handballer haben ihre Vorrunde gespielt und was waren das für geile Spiele, was waren das für geile Tore? Ich nehme euch noch mal mit auf die Reise. Der Start ins Turnier gegen Katar. Starke erste Halbzeit, vor allem, wenn das Tempospiel klappt. Lukas Mertens mit dem Buzzerbeater. Danach kommt Katar ran, aber nie zum Ausgleich, weil Andy Wolf den Kasten vernagelt. Schon im ersten Spiel wird klar, Spielmacher Juri Knorr ist bereit für den ganz großen Wurf. 8 Tore, 6 Vorlagen, der Matchwinner beim Auftakt. Serbien. Der Härtetest, das entscheidende Spiel der Vorrunde. Brutales Tempo im Spiel, offensiv Kai Häfner und Co. quasi fehlerfrei. Und dann, wie im Rausch, Kemper, Traumtor, vorne geht wirklich alles. Vor allem bei Lukas Mertens, 7 Tore, kein Fehlwurf, Speedy, perfekt. Aber die Abwehr steht nicht gut. Deutschland muss zittern bis Joel Bierlehm hinten raus komplett aufdreht. Riesenparaden, Riesenjubel. 34-33, die Hauptrunde ist gebucht. Deswegen völlig befreit gegen Algerien. Schonung für die Stammspieler. Chance für alle im Turnier anzukommen. Luka Witzke nutzt sie. Joel Bierlehm hält einfach weiter. Und Jannik Kohlbacher macht unfassbare 10 Tore beim Blowout. Eine astreine Vorrunde für den DAB. Was eine Hütte, oder? Es ist kein UFO, es ist der sportliche Stolz von Katowice, die Spodek Arena. 10.000 Leute gehen hier rein, kann ein richtiger Hexenkessel sein. Und hier war auch wirklich schon alles, was du sportlich mal im eigenen Land haben willst. WMs und EMs im Eishockey, im Basketball, im Volleyball. Das Highlight, also finde ich, war aber natürlich 2016. Da war Handball-Europameisterschaft, da wurde auch hier gespielt. Und wer war am Ende Europameister? Deutschland, das war unser letzter großer Titel. Kriegen die Männer das dieses Jahr nochmal hin? Geht's bis ganz nach oben, bis auf den Thron? Also wer kann es denn besser wissen als der deutsche Kapitän? Johannes Goller, den gehe ich jetzt besuchen. Geh mal rein. Der deutsche Capitano ist da, Johannes Goller. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst, freut mich sehr. Wie war denn die Vorrunde bisher so? Ja, alles in allem erfolgreich. Wir haben unser gestecktes Ziel erreicht, 4:0 Punkte in die Hauptrunde und sportlich auch vieles Gutes dabei, phasenweise aber auch ein bisschen schwankend, das ist klar. Aber vor allem auch mit dem emotionalen Höhepunkt gegen Serbien, glaube ich, sind wir spätestens dann ins Turnier gut reingekommen. Und jetzt auch mit dem Algerien-Spiel sind auch alle Spieler voll drin und das macht eigentlich Lust auf die Hauptrunde. Total. Das, was du mit schwanken meinst, ist das die Abwehr? Ja, in dem Fall, vor allem im Serbien-Spiel war das so, dass wir da extrem viel Gegentore bis zur 45. Minute eigentlich bekommen haben. Ja. Ich habe irgendwann mal auf die Uhr geguckt und da waren noch 15, vielleicht sogar ein bisschen mehr Minuten zu spielen und das war eigentlich schon Endergebnis auf der Anzeigetafel. Mhm. Und dann haben wir es ein bisschen besser hinbekommen und Joel hält dann natürlich den einen oder anderen freien, was dann am Ende ausschlaggebend war. Auf der anderen Seite war das Angriffsspiel über eigentlich ja, alle drei Spiele ja, ne? echt ja. gut. Ja. Ich finde, das überrascht mich so positiv und das ist ja kein Trend, der jetzt irgendwo herkommt, sondern ich finde, das hat sich echt aufgebaut in den letzten Jahren. Vom letzten Titel kommen 2016, das war eine überragende Abwehr, die dann ermöglicht hat, vorne einfache Tore zu machen. Du bist ja jetzt auch schon viele Jahre dabei, du bist sehr schnell ein total elementarer Teil dieser Mannschaft geworden. Wie hat sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren das Offensivspiel gesteigert? Warum sieht das so viel flüssiger aus, als es ehrlich gesagt vor ein paar Jahren noch aussah? Das war nicht immer so.
Ja, ich kann jetzt eigentlich in dem Fall nur über die Zeit mit Alfred sprechen. Mhm. Davor mit Christian hatte ich ein gutes Jahr zusammen. Da bin ich natürlich in eine fertige Mannschaft reingekommen und das habe ich dann alles nur so am, ja nicht am Rande, aber natürlich auch als neuer Spieler mitbekommen. Aber mit Alfred haben wir natürlich jetzt auch schon auch die Zeit gut genutzt. Wir haben mittlerweile einen Kern der Mannschaft, die schon viele Lehrgänge, viele Länderspiele zusammen gemacht haben. Und da findet man sich natürlich mehr und mehr. Und was dieses Jahr dazu kommt, ist, dass viele Spieler in der Bundesliga einfach gut drauf sind und das natürlich dann auch mit in die Nationalmannschaft bringen. Wie ist denn das Team so? Wir haben ganz junge Führungsspieler wie dich und Juri Knorr. Wir haben Erfahrene wie Kai Häfner, Philipp Weber, die schon ein paar so Turniere hinter sich haben. Wie findest du den Mix? Wie sind alle so drauf? Ja, bis jetzt sehr, sehr gut. Es ist eigentlich kein großer Unterschied zu spielen, wie alt jetzt ein Spieler ist oder wie viele Erfahrungen schon gesammelt hat, weil das echt eine gute Truppe ist. Also man sitzt zusammen, egal in welchen Konstellationen. Es wird nach dem Essen viel gequatscht. Wir schauen die anderen Spiele zusammen, wir spielen Karten. Mhm. Und das ist echt eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre bei uns im Hotel. Cool. Also ehrlich gesagt, mein Traum wäre mal gewesen, mit euch so ein Turnier durchzuspielen, in der Kabine zu sein, auf der Platz zu stehen. Hat ganz knapp niveautechnisch bei mir nicht gereicht. Aber ich habe gedacht, dann hänge ich mich halt einfach mal an euch dran. Ne? Und guck mir mal so einen Tag an. Das machen wir jetzt auch zusammen mit euch natürlich. Es ist kurz vor 9. Das da ist das Hotel unserer Mannschaft. Ich gehe da jetzt gleich mal rein, hänge mich an deren Fersen und nehme euch mit. So habt ihr es, glaube ich, echt noch nie gesehen. Ihr seht alles, was an einem Spieltag beim DHB so passiert. Gut gestärkt geht's raus an die frische Luft, Kopf frei kriegen und in kleinen Gruppen mit den Teamkollegen reden. Mit Fuß. Der Hotelflur als Fitnessraum für Wolf Bierlehm und ihren Torwarttrainer Matthias Andersson. Die Kabine, das Heiligste für jeden Sportler. Es wird ernst. Das Ritual für fast jeden Spieler, das Tapen vor dem Spiel. Und danach geht es nur noch um eins, Fokus finden. Volle Konzentration versus Lockerheit. Manche brauchen dafür das Team, andere sind komplett bei sich. Beim Abendessen fällt der Druck langsam ab, bis in 2 Tagen wieder alles von vorne losgeht. Johannes, wie gut war der Eindruck in Schnelle? Ich meine, du erlebst das alles intensiv, aber hat man einen guten Einblick bekommen aus dem, was wir da so mitgenommen haben, wie so ein Tag bei euch ist? Ja, das war ja schon so der Grundablauf, also die Pflichttermine, die jeder wahrnimmt natürlich, frühstücken alle. Mhm. Die einen früher, die anderen später und dann ist es so, dass wir uns jetzt hier daran gewöhnt haben, morgens einen Spaziergang zusammen zu machen, eine gute Runde, um den Block zu gehen. Spaziergang ist ja echt so ein absoluter Klassiker. Warum brauchst du den? Ich brauche den tatsächlich gar nicht. Also ich mache lieber meine Aktivierung. Okay, interessant. Okay. Aber es ist natürlich als Mannschaft angenehm, wenn man mal in die frische Luft geht. Man bewegt sich ein bisschen, quatscht über das eine oder andere. Und da ist es, glaube ich, schon förderlich. Ich bin aber eher der Freund davon, morgens noch ein kleines Training zu machen. Und dann fühle ich mich. Du bist aber auch ein Arbeitstier. Ey, brauchst du gar nicht, hast du gar nicht mal so Lagerkoller oder ich kann die verdammten Gewichte nicht mehr sehen. Kommt dieser Status bei dir nie? Ich meine, ihr seid jetzt echt schon lang zusammen und macht den ganzen Tag eigentlich das Gleiche. Ja, aber es ist ja auch das, was mir Spaß macht. Also von daher genieße ich das eigentlich jeden Tag, hier mit der Mannschaft zu sein und für so ein gemeinsames Ziel zu arbeiten. Und dann gehört das natürlich auch dazu, dass man sich bestmöglich vorbereitet auf die Spiele. Musik hast du schon kurz angerissen.
Ich habe gehört, dass Musik in der Kabine schon ein bisschen kontroverses Thema ist. Simon Ernstes, der Kabinen-DJ, wie gut ist er in der Aufgabe? Ich finde ihn sehr gut. Es ist immer einfach zu kritisieren. Kein anderer wollte das machen. Also von daher erstmal ein großes Lob an Simon, dass er die Aufgabe übernommen hat. Ich hätte gedacht, das ist der Lieblingsjob, den will jeder machen. Weil dann bist du ja der Einzige, der es in der Hand hat, was die Musik ist. Nee, das ist, glaube ich, ein Riesendruck, weil man merkt ja, es kommt immer Kritik von den anderen Spielern. Und er hat es jetzt so geregelt, dass man Wünsche abgeben darf. Dann, wenn Kritik kommt, dann zeigt er immer auf den, von dem der Wunsch kam, und dann kriegt er die Kritik ab. Von daher ist das, glaube ich, so eine ganz angenehme Lösung. Brauchst du das? Ich meine, du spielst jetzt schon so lange auf Top-Niveau, trotzdem, du bist ja keine 34. Brauchst du auch noch mal einen Schnack, um wieder locker zu werden? Ich glaube, diese Mischung ist ja ganz entscheidend, spätestens wenn es in die Kabine geht. Ne? Wie viel fokussiere ich mich, wie viel bleibe ich locker, um nicht so aufs Feld zu laufen, dass es nur Krampf ist? Ja, genau. Also es ist eigentlich so, dass natürlich da jeder seinen eigenen Weg finden muss, aber ich finde die Atmosphäre in der Kabine eigentlich ganz entspannt. Dann läuft Musik, man quatscht noch ein bisschen, bespricht die letzten Einzelheiten, macht seine Aktivierungsübungen, jeder für sich. Und dann steigt der Fokus dann natürlich übers Aufwärmen. Und wenn man dann nochmal in der Kabine zusammenkommt, dann geht eigentlich die Anspannung richtig hoch, weil man merkt, jetzt gehen wir gleich raus, laufen in die Halle. Die Fans sind dann meistens schon bereit und jubeln ein bisschen, wenn wir aufs Feld laufen. Und dann singen wir die Hymne und spätestens dann ist ja die Anspannung auf dem Höhepunkt. Ich habe jetzt schon so viel von dir erfahren. Es gibt auch noch ein paar Fans, die was wissen wollten. Wir haben mal wieder auf Instagram aufgerufen, was wollt ihr hören? Und Robert wollte wissen, wie nehmt ihr Katowice wahr? Gibt es eigentlich Zeit für Stadtbummel und andere Aktivitäten? Wie sieht es da aus? Die Zeit ist tatsächlich begrenzt. Ja. Aber wir haben das Glück, dass unser Hotel nicht weit vom Zentrum entfernt ist. Mhm. Also ich war schon das ein oder andere Mal spazieren und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt. Und sicherlich auch mal ein Besuch wert. Dann haben wir noch die Frage geschickt bekommen, wer ist denn eigentlich so im Tischtennis, Darts, so die Klassiker, die Sportler gerne spielen, wenn sie mal kurz frei haben, der Beste von euch? Das ist eine gute Frage. Tischtennis, da haben wir ein Turnier gestartet, damals in Hannover in der Vorbereitung, das wurde aber nicht weitergespielt. Okay. Früher war es Uwe Gensheimer, der mit seinem Handgelenk da schon alle zur Weißglut getrieben hat. Jetzt habe ich gehört, dass Philipp Weber gut ist, aber habe es selbst noch nicht herausfinden können. Und im Dart glaube ich auch Philipp, der da viel an der Scheibe ist. Mhm. Aber bis jetzt wird tatsächlich auch mehr Karten gespielt als Dart und Tischtennis. Oh, und wer ist der beste Kartenspieler, kann man das sagen? Nee, ich glaube, das variiert. Okay. Also es sind natürlich auch immer neue Spiele dabei und da hat jeder seine Stärken und seine Schwächen. Für dich müsste, was würdest denn du? An deiner Stelle würde ich ja sowas spielen wie Arm drücken oder so. Da bist du doch wahrscheinlich. Genau, das ist auch meine Lieblingsbeschäftigung. Das mache ich in meiner Freizeit sehr, sehr gerne. Mit wem battlest du dich am liebsten im Kraftraum? Andi Wolf, ist das immer noch so? Also es ist schon so, dass Andi auch gerne Krafttraining macht, aber es hat sich schon so eine Gruppe aus 4, 5 Leuten oder 6 Leuten gefunden, die zusammen trainieren gehen und da bettelt man sich nicht, sondern unterstützt sich eher, dass jeder das bekommt. Genau, jeder das bekommt, was er braucht und man quatscht ein bisschen nebenbei und dann fällt das Ganze auch viel leichter. Aber das sind schon die man wahrscheinlich, dich, Wolf, Kohlbacher, oder ist das jetzt eine totale Überraschung? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Grötzki, das braucht er auch nicht für sein Spiel, genau. Einer der Kraftraum. Nee, genau. Das sind schon die das auch für ihr Spiel brauchen. Aber auch Simon Ernst macht viel im Kraftraum, Joel. So, ja. Genau, okay, die kräftig sein müssen auch. Und dann finde ich eine sehr schöne Frage von Kai. Das geht genau in die richtige Richtung. Wer spielt eigentlich gegen euch im Finale bei der WM? Ja, das wäre natürlich ein Traum, wenn wir da mal hinkommen können. Aber der Weg ist noch sehr weit. Jetzt haben wir erstmal die Hauptrunde vor uns und wollen erstmal ins Viertelfinale kommen. Und wenn wir das schaffen, da warten schon ziemliche Bretter, bis man dann ins Finale kommt. Mhm. Damit ihr sportlich so abliefern könnt auf der Platte, ist ja Ernährung nicht ganz unwichtig. Und die deutsche Handballnationalmannschaft ist die einzige, die einen eigenen Koch hat auf der ganzen Welt, der immer dabei ist, Nils Wahlbrecht. Mit dem haben wir uns auch mal getroffen und der nimmt uns so ein bisschen mit in seine Welt, die Küche. So, und das ist der Mann, der dafür sorgt, dass unsere deutschen Handballer genug essen, das Richtige essen und glücklich sind. Nils Wahlbrecht. Nils, schön, dass du da bist. Hi. Ich grüße. Nils, erzähl gerne mal so ganz grundsätzlich, worauf musst du gucken, wenn du kochst für den ganzen DHB-Tross? Ja, ich muss genauso drauf achten, wie ich zu Hause auch drauf achten muss, wenn ich die Familie bekoche. Also ich sage immer, eat the rainbow am ganzen Tag. Mhm. Also iss alle Farben, dann ernährst du dich definitiv gesund. Mhm.
Und das kann aber auch mal das eine beim Frühstück, das andere mittags. Ah, okay. Jetzt müssen wir ans Eingemachte. Gibt es denn jemanden oder mehrere, die irgendwas gar nicht essen, wo du weißt, da muss ich aufpassen, da darf keine Tomate oder was weiß ich? Ja, Andi Wolf ist zum Beispiel keine Champignons. Deswegen, okay. Also gar keine Pilze. Ja. Und deswegen nehme ich das halt für ihn immer eine separate Portion. Wer ist der Kalorienkönig in der Mannschaft? Wer braucht am meisten? Das kann man schwierig sagen. Also es gibt da schon den einen oder anderen, der gerne mal auch was Süßes mag. Ja? Ja. Ja. Gibt es? Ja. Wer? Ich hoffe, ich kriege gleich keine Schläge. Ach komm. Weil, ja, der ist deutlich stärker als ich. Auch wenn wir zwei ist zusammen. Wer? Kohlbacher. Korrekt. Wer ist deutlich stärker als wir beide zusammen? Was isst der gerne? Och ja, so eine Panna Cotta. Ja? Ja, die wünscht er sich regelmäßig. Nils, du hast uns auch so ein Rezept mitgebracht. Also es ist ein Omelett. Genau. Was ist daran speziell? Warum machst du das? In einem Omelett hast du auch bis auf die Kohlenhydrate alle Nährstoffe enthalten. Also du hast Eiweiß, du hast Kräuter, sekundäre Pflanzenstoffe. Dann hast du die Avocado mit gesunden Fetten, den Lachs und Kräuter. Und von daher ist es perfekt für einen Sportler, das zu essen. Du kannst es als Frühstück, Mittag, Snack oder Abendessen essen. Das geht immer. Also, ich versuche mich dann auch mal an dem Omelett. Wenn ihr das auch machen wollt, lil-kochen.de/fitness. Da könnt ihr das Omelettrezept von Nils selber nachgucken und wenn ihr wollt, auch ausprobieren. Nils, ich danke dir für deine Zeit. Du hast eine Menge gerne. Zu tun. Sehr Vielen cool, Dank. Dass du trotzdem bei uns warst. Ich hoffe auf bald mal wieder. Und dann kriegst du auch dein Omelett von mir gekocht. Ich freue mich drauf. Freu dich drauf. So, also jetzt hat uns der Maestro schon erklärt, wie das läuft mit der Ernährung. Welche Rolle spielt es für dich? Ich habe das Gefühl, wird für Sportler immer wichtiger. Ja, total. Vor allem bei so einem Turnier, wo wir so viel spielen und eigentlich kaum Zeit haben zu regenerieren. Da ist es natürlich essentiell, was man aufnimmt. Mhm. Und da sind wir mit Nils schon sehr, sehr gut beraten. Und er schafft es auch meistens, einen guten Mittelweg zu finden zwischen Sachen, die gesund sind und Sachen, die schmecken. Ja. Da haben wir echt ein Riesenglück und sind auch sehr, sehr dankbar, dass er dabei ist. Wie ist für dich, was muss immer auf dem Teller sein oder mal auf dem Teller sein? Was hast du da so für Wünsche an ihn? Auch da bin ich pflegeleicht, aber ich mag das schon, was er zum Frühstück zum Beispiel zur Verfügung stellt. Der macht meistens einen Porridge mit Nüssen und irgendein Fruchtpüree und sowas. Das ist schon super, wenn man so in den Tag starten kann. Ja. Und die Auswahl ist auch immer riesengroß. Also es gibt mehrere Hauptgänge, ein riesen Salatbuffet, wo man auch findet, wird meistens noch eine gute Suppe und auch einen Nachtisch. Und damit kriegt er mich ganz oft rein. Da bin ich jetzt gespannt. Du musst doch auch irgendein Guilty Pleasure haben. Was für ein Nachtisch spricht dich denn an? Wo wirst du richtig gut? Also wie gesagt, ich bin schon der, was das Essen angeht, süße Typ. Ja. Nils macht gerne einen Apple Crumble mit Vanillesoße. Und, der kommt nicht nur bei mir gut an, aber da muss man sich beeilen, dass da noch was übrig ist auf jeden Fall. Geil, okay, das klingt geil. Wir haben in unserer Reihe hier, frisch vom Feld, immer alle Gäste gefragt, was glaubt ihr denn? Und Mertens und Weber ganz brav haben getippt, Deutschland wird jeweils Weltmeister gegen Dänemark und Schweden im Finale. Emmy Bölk, Luisa Schulze bei den Frauen waren genauso unterwegs. Nur Tobi Reichmann, euer Ex-Kollege, und Lucie-Marie Kretschmer, die haben gesagt, Frankreich und Dänemark gewinnen das Ding und die haben euch noch nicht mal ins Finale getippt. Musst du da noch mal böse Anrufe loswerden? Die stehen die nicht hinter euch? Das oder haben was? Die bestimmt nur gemacht, um den Druck von uns wegzunehmen. Also das ist wahr. Ist ja alles gut. Nein, ich glaube. Verdammt, dich kriegt man auch nicht aufs Glatteis. Ich glaube, dass es gut ist, dass jeder Spieler, der hierher kommt, auch das Maximale erreichen will. Weil sonst müssen wir auch nicht zu dem Turnier fahren. Und das ist genau die Einstellung, die wir brauchen, dass wir ganz oben hin wollen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht uns jetzt dahin hinreden, wo die anderen Mannschaften seit Jahren sind. Sondern unser Ziel ist es, auf lange Sicht wieder in die Weltspitze vorzudringen. Und das ist natürlich die nächste Gelegenheit, um den Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Was sich Jahr für Jahr wiederholt bei den Turnieren, was, glaube ich, dieses Jahr auch wieder ist, ihr habt auf jeden Fall schon echt viele Sympathien gewonnen. Das ist schon mal geil. Und ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr das ganze Ding dann nicht hier, sondern dann in Schweden gewinnt. Aber für euch gibt es auch was zu gewinnen. Du hast uns dankenswerterweise was mitgebracht. Wir werden ein Trikot verlosen. So sieht das Ding aus. Matchworn, das ist... das musst du erst noch tragen, oder? Das riecht ist frisch gewaschen. Wie schlimm riecht dein Trikot nach so einem Spiel? Gar nicht schlimm. Nein! Wirklich? Ein bisschen nach Harz, weil die Gegner immer daran ziehen, aber sonst nicht.
Ja, aber du bretterst doch hier hoch und runter. Also wenn du jetzt gesagt hättest, das von Philipp Weber, das riecht nicht so arg, weil der spielt ja immer nur Angriff. Das hätte ich verstanden. Der ruht sich ja die Hälfte der Zeit aus. Aber du musst doch immer ackern. Ja, trotzdem nicht. Du bist kein Starkschwitzer. Genau. Oder hast ein gutes Trio. Riecht nach Rosenblättern. Okay, jetzt weiß ich endgültig, dass du mich veräppelst. Das Ding könnt ihr gewinnen. Wir haben aber noch viel mehr für euch. Es gibt auch noch signierte Trikots, es gibt Bälle, es gibt Einkaufsgutscheine von Lidl. Wo ihr es immer findet, auf lidl.de/dhb könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Johannes, tausend Dank für deine Zeit. Danke dir. Echt geil. Ich drücke die Daumen, ich wünsche euch alles Gute. Ihr macht echt viel Spaß. Einfach so weitermachen und ihr einfach dranbleiben bei uns. Lidl lohnt sich.